Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks. Mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für Fachkräfte aus Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ja, das heutige Thema lautet Im Schatten der Krankheit. Kinder, krebskranke Eltern begleiten und ich freue mich, Gundi Bahr begrüßen zu dürfen zu diesem Thema. Und ich denke, ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Gundi. Und ja, mal sehen, was du uns jetzt so erzählst, wer du bist, was du machst. Und ja, ich denke, dann werden wir so langsam aufdecken, warum ich dich zu diesem Thema eingeladen habe. Okay, ich heiße mit vollem Namen Gundula Bahr. Aber alle kennen mich unter dem Namen Gundi. Ich arbeite in einer offenen Einrichtung, bin Artillerista, Traumapädagogin, Kunsttherapeutin und habe die Werkstattleitung des Ateliers. Und habe zurzeit einen kleinen Hund bei mir, den ich zum Schul- und Therapiehund ausbilden lasse. Wow, genau. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge und ich glaube, das lässt so schon ein bisschen vermuten, warum ja Begleitung Kinderkrebskranker Begleitung krebskranker Kinderkrebskranker Eltern. Jetzt habe ich mich wunderbar fast mit. Kommt auch ab und zu mal vor. Genau. Ja, was verbindet dich ausgerechnet mit diesem Thema? Ja, was verbinde ich mich mit diesem Thema? Ich bin Palliativpatientin. Ich habe seit 7 Jahren Krebs und arbeite trotzdem in einer Kita und lebe damit. Habe mittlerweile ein anderes Bild auf diese Krankheit, habe ein anderes Bild, was Kinder brauchen und was die Eltern brauchen. Und ich kann halt eben aus zwei Positionen sprechen, weil ich habe einen 14-jährigen Sohn, der das quasi mit seinem 7. Lebensjahr miterlebt hat, was passiert ist. Und bewegt mich in zwei Welten, was es angeht. Und habe einen anderen Blickwinkel auf diese ganze Geschichte und Thematik. Genau. Deswegen habe ich dich auch heute hier eingeladen, weil das ist ja tatsächlich auch so eine Verbindung zwischen uns beiden. Ich habe selber vor 20 Jahren auch Krebs gehabt, jetzt vor kurzem nochmal neu, aber vor 20 Jahren war es bei mir auch relevant, dadurch, dass meine Tochter erst ein Dreivierteljahr alt war. Und ich denke, das bedeutet heute, dass diese Folge tatsächlich von uns beiden aus zwei Blickwinkeln immer wieder mal so betrachtet wird. So aus dieser Richtung des, ja, wir wissen schon, wovon wir reden. Und zum anderen aber auch mal so zu gucken. Und es ist immer noch mal was anderes, wenn ich dann halt mit Kindern und Familien zu tun habe, die es selber dann betrifft. Und ich denke, du kennst das auch sehr gut. So dieses, die Geschichte in mir ist nicht die Geschichte vor mir. Also da auch immer wieder gut zu differenzieren und trotzdem sicherlich auch noch mal mit einem anderen verstehenden Zugang halt auf das Thema dann auch zugehen zu können, beziehungsweise schlicht und ergreifend auch auf die Menschen zugehen zu können. Du sagst, du bist seit 7 Jahren Palliativpatientin und dein Sohn ist da mittendrin an der Stelle. Und ich würde gerne erstmal so dich fragen wollen, vor 7 Jahren, in dem Moment, wo man mit so einer Krankheit konfrontiert wird, man ja auch mit vielen Belastungen erstmal so konfrontiert. Welche Belastungen hast du an dem Punkt so für dich gespürt? Also Belastung, weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde. Ich glaube, ich war in dem Moment, ich kann das nur so beschreiben, wie du stehst an so einem Bahnhof und es ist totenstill. Also es ist auch nichts, gar nichts. Es sind keine Züge da, keine Menschen, nichts. Und plötzlich rauscht alles durch.
Also ne, es geht wie Züge, das sind ICEs, die halten nicht, es ist laut, es ist plötzlich und ich musste, glaube ich, in dem Moment auch erstmal selber klarkommen, weil ich glaube, wenn du die Diagnose Krebs hörst, ist das sofort irgendwie verbunden mit dem Tod. Und wir beide sitzen ja hier. Ja. Also. Aber es seit ist, 20 Jahren. Ja, ja, aber es ist halt in der Tatsache erstmal so, dass dieses Wort Krebs, glaube ich, erstmal alle drumherum belastet. Also mich selber hat das gar nicht so sehr belastet, sondern eher die Menschen, die um mich herum waren. Also Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Und ja, das war eher so die Belastung, weil die sind ja auch in so einer Schockstarre. Wie kann das passieren? Die kriegen doch eigentlich immer nur die anderen. Ja. Ja, das war eigentlich eher so. Also für mich hat es relativ schnell für mich klar, wo es hingeht und wie es für mich weitergeht. Ich finde das gerade sehr interessant. Mir ging das damals ganz ähnlich, was von außen auch manchmal nicht so nachvollziehbar ist in dem Moment. Ich glaube, dass es also zumindest bei mir so war, dass auf einmal ganz viel einfach aufs Überleben gepolt war. So. Ja. Und eben, also klar, diese kurzfristige Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, ich meine, die schwebt ja auch immer mit, also die ist auch bei mir bis heute nicht weg. Ja. Und ich denke, das ist ja auch nochmal so eine große Dankbarkeit dem Leben gegenüber, die sich daraus entwickelt. Und trotzdem halt ihr so in dieser Situation selber erstmal zu sagen, okay, ich tue jetzt alles dafür, dass es weitergehen kann. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht und dann fing es plötzlich an und ich, dass so bestimmte Reize von außen mich also komplett verunsichert haben. Und ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die ist Psychologin und die ist halt auch eben auf Trauma spezialisiert und die hat mich da echt gut durch die Zeit gebracht, weil ich wirklich gedacht habe, ich werde verrückt. Sie gesagt hat, das, du bist nicht verrückt, das ist halt total normal. Ja, das ist völlig abgefahren. Du hast plötzlich, also jeder Mensch weiß ja, dass er stirbt. Aber wenn der Gartenzaun fliegt mit Gartenhaus und allem, was da so hinten dran hängt und du wirklich die volle Bandbreite mitbekommst, hast du einen anderen Blick auf Dinge, die wichtig sind. Und ich habe in dem Moment ganz viel aus meinem Leben rausgekickt. Ich gesagt habe, das ist alles nicht mehr wichtig. Das ist alles nicht mehr wichtig. Das sind so die kleinen Dinge. Und viele haben halt diese Bucketlist, das musst du gemacht haben. Und ich habe, darf man das F-Wort hier sagen? Ich habe halt eben die andere Liste, wo ich denke, scheiß drauf. Also ich muss mich jetzt hier nicht von der Brücke an einem Seil runterstürzen. Ich gönne mir die 10 Minuten mit meinen Nichten. Aber intensive Zeit. Also das ist Sammeln von Gefühlen, Emotionen und Erinnerungen, weil die nehme ich mit. Alles andere leider nicht. Ja, also ich finde, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und das meine ich auch mit so Dankbarkeit ans Leben und nochmal eine andere Intensität des Lebens auch zu erleben. Also und auch bewusst sich zu erschaffen. Ja. Stelle. Also es ist Tatsache so gewesen, dass als ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich gerade die Ausbildung zur regio-inspirierten Fachkraft fertig. Und ich habe dort in dem Kurs eine Artillerista getroffen, die ist heute noch meine Mentorin. Und die hat gesagt, du musst auf jeden Fall die Artillerista-Ausbildung machen. Also du bist es und du musst es machen, das ist egal wie. Und ich habe dann wirklich gedacht, ja gut,
wenn ich jetzt, wann soll ich es denn dann machen? So, und habe das dann halt gemacht und habe dann da in diesem Institut, in der Akademie festgestellt, okay, dann kann ich auch die Kunsttherapeutin hinterher machen, um zu gucken, wo sind die Ressourcen denn bei Kindern? Wo kriege ich die denn? Wo kriege ich die Schätze denn freigelegt? Ja, und habe das dann gemacht. Und habe dann beschlossen, ich höre auf. Ich mache jetzt keine Weiterbildung mehr. Und dann kam Corinna mit der Traumapädagogik. Genau. Und es gibt ja immer keine Zufälle, sondern nur eine Unkenntnis der Zusammenhänge an der Stelle. Ja. Also, ja, ich, wie gesagt, ich finde die Parallelen gerade ganz interessant, dass ich tatsächlich ja auch dann im Anschluss angefangen habe, meine Coaching-Ausbildung zu machen, in die Supervision gegangen bin und gemerkt habe, so, das ist de facto meins. Dadurch bin ich ja auch mit der biografischen Selbstreflexion in Kontakt gekommen, was so dann sich immer weiter auch ausgebaut hat. Und ich denke, da ist viel Klarheit reingekommen. Und dann, also ich selber habe ja keine traumapädagogische Zusatzausbildung. Ich habe nur sehr, sehr viele Fortbildungen in diesem Bereich gemacht. Ich hatte nur ehrlich gesagt irgendwann keine Lust mehr, einen Abschluss noch zu machen. Die Problematik kenne ich. Und ja, was das einfach nochmal so für Weichen stellt und diese Auseinandersetzung einerseits mit sich selber auf diesem Wege, die ich dann sehr wertvoll halt auch in meinem heutigen Tun empfinde. Und das höre ich bei dir auch heraus, dass das so wie so ein Puzzle ist, was sich einfach so zusammensetzt und ganz viel Sinn ergibt auch an der Stelle. Du hast eingangs gesagt, du schaust mit zwei Brillen auf diese Geschichte. Sprich, also wir sind jetzt erstmal sehr persönlich eingestiegen, aber ich denke, das ist vielleicht auch für die ZuhörerInnen auch ganz, ganz wertvoll, nochmal da anders reinzugucken, um uns beide vielleicht auch besser zu verstehen. Und dann zu schauen, okay, du hast mittlerweile auch Familien begleitet, die in ähnlichen Situationen sind. Und ja, wie, was begegnet dir da so? Und wir wollen ja auch so einen besonderen Blickwinkel nochmal auf die Kinder auch werfen. Was macht das eigentlich auch mit den Kindern und was brauchen die Kinder dann auch möglicherweise? Ja, ich habe also bei meinem Sohn festgestellt, der hat mir irgendwann den Vorwurf gemacht, der hat mir nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt. So, das ist, ne, ich war da noch nicht so weit oder hatte jetzt oder hatte zu dem Zeitpunkt nicht den Background, den ich jetzt habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du Kinder nicht anlügen kannst. Also das halte ich auch für gefährlich. Ich zum Beispiel, wenn Kinder mich diesbezüglich fragen, rede total offen über meine Krankheit. Und das wissen auch eigentlich die Eltern. Also wenn das zum Gespräch kommt, scheue mich da nicht vor. Aber jede Familie braucht was anderes. Und ich finde, ich kann eine Familie nur begleiten, wenn ich eine gute Beziehung, eine gute Bindung zu den Eltern habe. Und halt auch zu dem Kind. Und das ist total wichtig, damit das Kind halt auch einfach merkt, die reden gut miteinander oder die Harmonie stimmt da oder da ist wirklich irgendwie was, wo die Gundi helfen kann. Also ich kann die Krankheit ja nicht wegdiskutieren. Die ist halt de facto einfach da. Aber ich kann halt einfach gut beobachten und gut gucken, was braucht die Familie von mir? Braucht sie überhaupt mich in persona oder ist es für die Familie wichtiger, dass ich das Kind gut begleite? Weil es gibt halt eben diese Höhen und Tiefen und einfach zu gucken, was braucht er. Und ich habe halt einfach ein großartiges Team, was, wenn es merkt, da ist, also das Kind lässt sich schwer von den Eltern lösen. Also es will nicht in die Kita, weil vielleicht irgendwas ist. Dann sagt mein Team,
dann lass das Atelier zu, nimm das Kind mit. Also damit es Zeit hat, jetzt nur für sich und nur für dich, damit es jetzt einmal gut ankommt und einmal gut gebunden ist, damit alles in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also das ist ein bisschen so ein Drahtseilakt, weil du die Familie echt gut kennen musst. Auszukriegen, was braucht die, was braucht die nicht. Will die direkt angesprochen werden oder reicht es manchmal auch nur so ein Blickkontakt? Also ich weiß, ich verstehe das. Ich bin hier, wenn was ist. Einfach eben nur dieses Backup zu haben. Ja. Ja, da gehört dann ja auch eine gewisse Stärke seitens der Fachkraft dazu, ne? Da, ja. Und auch eine große Einfühlsamkeit ja. Letztendlich. Ja. Ja. Also es, man muss schon sehr taktvoll sein und man muss das halt auch aushalten, weil ich meine, ich sitze hier. Also so viel Glück, denke ich, kann man ja gar nicht haben, dass ich hier mit Metastasen sitze. Und also man darf aber halt auch eben nicht vergessen, dass es noch eine ganz krasse Seite von Krebs gibt, nämlich die, wo die Chemo durch den Körper läuft oder wo die Mutter halt mal eben 3 Wochen sich nicht um die Kinder kümmern kann, wo plötzlich andere Menschen da sind. Das ist auch eine Seite und da muss man ganz sensibel und mit ganz viel Taktgefühl an die Geschichte dran gehen. Und wenn ich dann schon mal so Kollegen höre, die sagen, naja, es wird besser, da stehe ich dahinter und so, nein, wird nicht, Mann, es wird nicht besser. Ja, es ist wirklich ein Eiertanz. Also ich weiß, vieles passiert aus Hilflosigkeit, das macht es aber nicht besser. Nee. Ja. Das ist, das fühle ich gerade ganz, ganz intensiv an der Stelle. Also dieses, ich verstehe auch sehr gut diese andere Seite, dieses Gefühl Hilflosigkeit, Ohnmacht, Unsicherheit auch einfach. Also ganz viel Unsicherheit, glaube ich, die da eine große Rolle spielt. Dann auch nicht zu wissen, ja, soll ich jetzt nachfragen, soll ich nicht nachfragen? Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dann vorzufühlen, also so zu gucken, wir bleiben im Gespräch. Und wenn ich kann, also ich finde immer ganz wichtig, dass erstmal gefragt wird. Ja. Und dann kann ich anhand der Reaktion sehen, wie reagiert die Familie jetzt? Was braucht sie jetzt von mir tatsächlich? Also. Ich glaube, dieser Satz, es wird wieder besser, ist halt schlicht und ergreifend ja auch aus diesem Wunsch heraus. Sie möchten ja der Person gerne was Gutes tun. Ja. Und ich weiß noch, dass ich so unglaublich allergisch da auch drauf reagiert habe, genauso wie du. Also, ja. Also es ist, ich sage meinen Kollegen immer, nehmt mich doch einfach als Training. Also viele Sätze werden ja auch so lapidar dahin gesagt. Das Ding ist, ich bin halt einfach immer müde. Also wenn ich mich nicht bewege, und du wirst es merken, wenn ich mich nicht bewege und wenn ich nicht einen strukturierten Tag habe, wenn ich nicht zur Arbeit gehen kann, kann es sein, dass ich einfach nur schlafe. Ich meine, da sind Metastasen im Körper, ich nehme Medikamente, das ist nicht mehr wie der Körper vor 5 oder vor 10 Jahren. Und wenn ich dann schon mal da sitze und wirklich fertig bin und sage, boah, ich bin so müde, eine Kollegin sagt, ich auch. Ich habe die ganze Nacht geschlafen, stehe ich dann da immer, oh. Ja. Okay. Einfach zu sensibilisieren, deine Müdigkeit hat nichts mit meiner Müdigkeit zu tun. Und deine Erkältung, die du hast, ist bei mir was ganz anderes. Also es kann bei mir ganz anders sein. Und da muss man halt echt manchmal so ein bisschen
so eine Schraube zurückdrehen und das halt eben auch bei den Eltern. Ja. Die funktionieren in dem Moment nicht. Also der Elternteil, der sich vielleicht um das Kind kümmern muss, der kann gar nicht funktionieren, weil was ganz oft vergessen wird, der leidet mit. Ja. Und der leidet schlimmer, weil der kann nichts machen. Richtig. Der kann keine Schmerzen wegnehmen, der kann die Chemo nicht übernehmen, der kann die, also es geht nicht. Ja. Und da muss man dann nicht irgendwie sagen, sie haben den zu spät gebracht oder wir hatten Projektwoche oder ne, der hätte da und was. Nein, verkneif es dir einfach. Nimm das Kind und den Menschen in dem Moment bitte so, wie er ist. Ja. Es sollte sowieso generell so sein, aber mit dem Wissen, genau, mit dem Wissen, ganz, ganz wichtig. Und ich finde ganz toll, dass du das gerade nochmal so auch darauf hinweist, zu sagen, das ganze Familiensystem ist aus dem Gefüge gerutscht. Und ja. Das ist einerseits halt die Person, die halt Krebs hat. Und gerade versucht, irgendwie mit der Krankheit umzugehen, mit diesen ganzen Behandlungen umzugehen, die, wie du richtig sagst, unglaublich anstrengend sind, für den Körper unglaublich anstrengend sind, für die Psyche anstrengend sind. Also es ist ja eine Riesendimension, die da zusammenkommt. Zum anderen halt die PartnerInnen, die genauso ja, irgendwie versuchen zu funktionieren und gleichzeitig aber, ich kann mich noch sehr gut an meinen Mann erinnern, der das gesagt hat, für ihn war das das Schlimmste, dass er ja mit einem Dreivierteljahr alten Kind auf der Rückbank im Auto wieder nach Hause fahren musste, nachdem er von mir diese Diagnose das erste Mal gehört hatte. Er sagte, ich hätte am liebsten in diesem Auto geschrien und wusste, dass ich das nicht tun darf, weil ich dieses Kind damit so dermaßen verunsicher. Und er wusste selber nicht, wohin mit seiner Emotion und gleichzeitig diese Verantwortung für dieses kleine Wesen auch zu haben. Das hat ihn sehr zerrissen. Also das, wir haben da Gott sei Dank immer gut miteinander auch drüber sprechen können. Deswegen bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er mir diese Seite einfach auch sehr früh schon so mitgeteilt hat. Und natürlich macht das ganz viel auch mit den Kindern an der Stelle, zu merken, da ist auf einmal was von heute auf morgen komplett anders. Und ja, du hast gerade eben so schön gesagt, man kann Kinder nicht belügen. Man sagt ja ganz schnell bei Kindern unter einem Jahr, die kriegen sowieso noch nicht so viel mit. Die kriegen alles mit. Ja. Ne? Also das ist ja so. Und das, ich denke, die Thematik bei Kindern, wo das so früh auftritt, ist ja, das brauche ich dir als Traumapädagoge nicht zu sagen, das findet im frühsprachlichen Bereich, also im vorsprachlichen Bereich statt. Und das heißt, es speichert sich ja komplett im Körper und diese Menschen brauchen sehr, sehr lange, um überhaupt Worte dafür zu finden. Ich sag mal, wir haben unsere Tochter tatsächlich auch Tag für Tag immer wieder mitgenommen. Ich meine, sie ist damit aufgewachsen. Ich bin in dem Fall brustamputiert, das heißt, die kennt meine Prothese. Sehr gut, weil ich die nie versteckt habe. Also das ist so. Und dadurch konnte sie jetzt bei der zweiten Erkrankung, das fand ich auch nochmal so total interessant, hat sie formuliert, ich merke, dass da was ist und ich reagiere und ich weiß nur, woher es kommt, weil ihr immer mit mir darüber gesprochen habt. Ich kann es aber tatsächlich nicht steuern, es passiert. Es ist ein Gefühl. Ja. Darf ja auch, also ne, es muss ja auch da sein. Also es, man darf ja auch nicht vergessen, für Kinder ist es ja so, dass die Eltern eigentlich unsterblich sind. Und in dem Moment, wo so etwas auftritt, merken die Kinder, die sind ja auch sterblich. Also hier passiert was ganz Schlimmes. Und das ist ja der Moment, wo die
eigentlich ganz sanft aufgefangen werden müssen. Und wo man denen nicht sagen darf, nee, das ist alles nicht so schlimm. Nein, und es wird wieder gut. Ja, ne? Das ist total schlimm. Aber also ich kann ja auch die Angst nicht wegnehmen. Das geht nicht, aber ich kann sie mit dir durchleben. Ja. So, und ich gehe mit dir da durch. Und das habe ich meinem Sohn irgendwann gesagt. Ich so, dass ich, also dass da 2 Wochen lang nicht mit dir drüber gesprochen worden ist, es tut mir unendlich leid. Das mache ich nie wieder. Weil, also, der konnte ja gar, also der wusste ja gar nicht. Der stand da so. Also irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und ne, die nimmst ja wirklich über den Körper und über die Emotionen und über die Energie wahr, die da in diesem Raum herrschen. Und, mhm. Ja, und die haben, also dein Sohn hatte ich ja 7 Jahre lang vorher gelesen. Genau. In- und auswendig. Die kennen einen, ja, das sind ja Seismografen. Und natürlich merken die diese Veränderungen. Ich sag mal, bei 7-Jährigen, das wissen wir halt auch, wird es ja auch schnell darauf gemünzt, dass sie sich selber dafür verantwortlich machen, dass diese Veränderung im Raum ist. Dass sie dann auch noch Schuldgefühle dazu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ganz, ganz neuralgisch, da gut hinzuschauen, was geht da auch im Kopf der Kinder dann auf einmal los? Warum ist auf einmal diese Person, die mir so wichtig ist, so lebensbedrohlich erkrankt? Ja, ja, das ist, ja, die müssen, also das kreide ich auch eigentlich so den ganzen Krankenkassen und diesem ganzen Gesundheitssystem an, die müssen eigentlich mitgenommen werden. Also ich weiß, ich hatte ein großartiges Ärzteteam und mein Radiologe hat gesagt, bringen Sie alle mit. Zeig denen das hier, bringen Sie alle mit. Und es war so, dass mein Sohn wirklich an einem Tag mit in die Radiologie musste. Und ich hatte ihn ins Wartezimmer gesetzt und ich kannte da die Krankenschwester und ich wollte mich umziehen. Also ich musste mich halt umziehen zur Bestrahlung. Und ich komme wieder und mein Sohn war weg. Und dann hat sie gesagt, keine Sorge, der ist mit dem Radiologen unterwegs. Und es war wirklich so, dass ich dann eben auf gelegen habe und plötzlich die Stimme meines Sohnes gehört habe. Mama, ich darf dich bewegen. Und dann hat er mich wirklich bewegt, also auf dieser Liege, und konnte quasi was tun. Mhm. Und als wir raus sind, hat er gesagt, es war schon ziemlich krass. Und ich weiß jetzt, dass das total wichtig ist, damit diese Metastasen, die in deinem Körper sind, nicht weiter wachsen. Und das ist wie Star Wars, Mama. Das sind, na, so hat er ihm das erklärt. Und ich habe gedacht, wie großartig eigentlich. Ja. Dass ihn halt mitzunehmen und zu sagen, pass auf, das ist Laser, aber da passiert nichts. Ne? Also du kannst das jetzt hier ausprobieren. Ich begleite dich. Und da habe ich gedacht, ja, Mann, das ist großartig. So muss es eigentlich laufen. Mhm. Also nehmt die Kinder mit. Ja. In dieses Ganze. Ja, in diesen ganzen Prozess mit rein. Mhm. Ja, weil sie sonst, wie dein Sohn richtig gesagt hat, sich sonst ausgeschlossen und auch belogen fühlen. Und das ist ja, sage ich mal, in dem Moment wird ihnen ja alles an Vertrauen entzogen, was bislang dann aufgebaut worden ist letztendlich. Ja, ich denke, man müsste oder man sollte auch viel offener über die Krebserkrankung generell reden. Mhm. Weil es ist, man hört das Wort Krebs und man denkt, ja, man stirbt. Also es ist jetzt nur noch ein paar Monate oder so und dann ist man tot. Und kriegen ja auch nur alte Leute. Und ich hatte eine Situation bei mir im Atelier mit 3 Jungs. Und der eine Junge ist schon etwas länger bei uns. Sie haben das damals alles mitbekommen und die Eltern wussten Bescheid. Und 2 Jungs sitzen neben mir und er saß mir quasi gegenüber. Und die anderen beiden so mit dem Rücken zu mir. Und der eine Junge fing an zu erzählen, dass es so schwarze Punkte auf der Haut gibt, wenn die Sonne so drauf kommt. Er wüsste aber nicht, wie das heißt, aber man stirbt davon.
Dann habe ich gedacht, ah, jetzt höre ich dann doch mal zu. Mhm. Und ja, kam dann irgendwann, ach ja, Krebs. Krebs ist es, Hautkrebs. Das ist, wenn man sich nicht einschmiert und so viel Sonne und dann kann das, was sie meine Oma hatte, dass die ist dann gestorben. So, und so ein Junge, der halt eben wusste, hat mich angeguckt und hat dann gesagt, ich weiß, dass du Krebs hast. Mhm. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, und? Aber du stirbst jetzt nicht, oder? Ja. Nee, hatte ich nicht vor. Und dann haben sich die beiden umgedreht und meinten, aber du bist gar nicht alt. Ja. Ich sehe, aber nicht nur alte Menschen bekommen das und man stirbt auch nicht direkt davon. Guck mal, ich bin jetzt schon viel länger hier als ihr. Mhm. Und ich bleibe halt auch noch so lange, wie ich kann. Und halt einfach so dieses Mythos, also mhm. ich finde, über diesem Wort Krebs liegt so ein dunkles, so eine dunkle Wolke. Mhm. Also es ist immer ganz schlimm und es ist immer alles ganz dramatisch und darüber wird nicht gesprochen. Und ich finde, ja doch, du musst darüber reden. Mhm. Um halt auch Kindern diese Angst ist es nicht, aber dieses, oh Gott, da passiert was ganz Schlimmes gerade. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ich das. Ja, aber das ist. Halt ich suche gerade nach einem Wort. Ja. Aber ich denke, ich habe ein Gefühl dafür, was du meinst. Ja. Und also um dieses grundsätzlich Bedrohliche ja. dem zu nehmen. Also und trotzdem es nicht runterzuspielen. Nein. Ne? Also das ernst zu nehmen und ja. zwar auf einem Level wie jede andere Krankheit ja. auch. Ja, das ist also nicht immer gleich bedeutet, da stirbt jetzt jemand. Mhm. Und das, also ich meine, die Medizin ist ja Gott sei Dank wirklich fortgeschritten, was das angeht. Dass es da wirklich ganz viele Ärzte und Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und die da immer noch forschen und das halt auch großartig machen. Ja. Und dass man durchaus ja, damit leben kann. Mhm. Ja, und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft. Also um dem Ganzen auch so ein Stück weit dieses Tabu zu nehmen. Ja. Weil ich glaube, dass das, also wir haben einige Tabuthemen in unserer Gesellschaft und da gehört die Krebserkrankung stark dazu. Und ich merke das auch immer wieder, dass ich zu hören bekomme, du bist so eine starke Frau, dass du ja. so ja. offen darüber sprichst und so. Ja. Und das hat nichts mit Stärke zu tun. Hat es für mich in der Tat auch nicht. Es gibt zwei Wege, für die du dich entscheiden kannst. Also Kopf in den Sand. Mhm. Oder sage ich, dann gehe ich jetzt nach vorne. Also genau. Ist egal. Erstmal annehmen, ne? Genau. Also dieses Prozess der annehmenden Akzeptanz, um damit dann halt auch wirklich weiterleben zu können. Ja, also das haben wir hier, glaube ich, bei uns ganz gut hinbekommen. Das hat auch mein Team, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Mhm. Die waren ja auch erstmal total schockiert. Ist da plötzlich jemand und ne, so, aber ja, ich kriege halt immer wieder gesagt, ich habe so eine besondere Art des Humors, damit halt umzugehen. Ich so, ja gut, aber wenn ich lache, dann erleichtert mir das Ganze. Also es ist eh schon beschissen genug, ne, weil der Tod fährt halt immer mit. Ja, das ist so. Aber ja. So. Meine Supervisorin hat damals gesagt, Frau Kanzler, Galgenhumor ist auch eine Ressource. Genau, es ist so. Ja. Und ja, so mache ich es halt, also so gehe ich halt auch damit um. Und wie gesagt, aber man muss halt eben gucken, wo ist es eingebracht, wo ist es nicht eingebracht. Ne? Also ich habe mittlerweile, bin ich so feinfühlig, dass ich weiß, bei welcher Familie ich den Galgenhumor anbringen kann und wo ich es. Wo es besser jetzt gerade ja, nicht. Jetzt ja, genau. Das versteht tatsächlich nicht jeder und jede.
Ich würde gerne noch mal so rüber zu den Kindern schwenken. Die Reaktionsweisen von Kindern sind ja ganz unterschiedlich. Und ich glaube, das ist jetzt für die Fachkräfte, die uns hier auch zuschauen und zuhören, vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig und wertvoll zu gucken, welche unterschiedlichen Reaktionsweisen von Kindern sind dir bislang so begegnet? So viel Zeit haben wir nicht. Also es ist wirklich, ich habe Kinder erlebt, die also wirklich, also Wut, das ist Wut, wo ich wirklich manchmal einfach nur gesessen habe und mit ausgehalten habe. Also die wirklich wütend und geschrien und ja, aus Wut geweint haben. So, das ist die eine Geschichte. Dann hast du Kinder, die plötzlich so in sich gekehrt sind, die nicht mehr reden oder nur über Körpersprache reden, die total antriebslos werden, weil sie überhaupt nicht wissen, was passiert zu Hause. Das darf man halt auch nicht vergessen. Zu Hause passiert was, aber ich bin nicht da. Das ist so, ich bin nicht mit meinen Leuten verbunden. Ich bin jetzt hier. Ich habe Kinder, die erstmal augenscheinlich das Ganze so easy peasy nehmen. Und wenn man dann aber so ein, zwei Fragen stellt, man merkt, hier bricht gleich was zusammen. Die unter allen Umständen versuchen, die Fassung zu wahren. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, die Kinder, die wütend werden und schreien und wirklich irgendwo eintrommeln, sind mir am liebsten. Weil bei den anderen braucht man ganz viel gute Beobachtungsgabe, um im richtigen Moment nicht da zu sein. Und das sind die Kinder, die ganz oft so entschwinden, also so entgleiten. Und das ist echt so, das ist wirklich eine Herausforderung. Und dann hast du Kinder, mit denen wird halt eben nicht drüber gesprochen. Ja. Also die da wissen im günstigsten Fall die Pädagogen, was los ist. Die Kinder nicht. Und das ist echt ein Drahtseilakt. Also, ne, weil man ja schon irgendwie versucht, mit den Eltern einen Weg zu finden. Wenn die Eltern das aber nicht wollen, ist das wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also, ne, da sehe ich auch immer noch so, wo ich denke, so ja, aber ihnen tut es nicht gut. Und das Kind tut es auch überhaupt nicht gut, weil es weiß ja, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja. Das ist, und wie gesagt, in den meisten Fällen brauchst du echt eine gute Bindung zum Kind, um dem Kind in irgendeiner Art und Weise helfen zu können. Also der Anker zu sein. Ja. Ne? Weil nochmal, sie sind nicht zu Hause, da passiert was. Sie sind nicht da. Sie sind woanders untergebracht. Und das ist für Kinder, glaube ich, total schön. Also diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was passiert jetzt. Ich meine, die müssen nicht alles im Detail wissen. Also es gibt auch Sachen, die haben wir meinem Sohn nicht erzählt. Wir haben vieles halt eben sehr kindgerecht gemacht und immer ab, okay, kriegt er das jetzt noch verarbeitet oder nicht? Damit das halt auch nicht einfach zu überlastend ist. Ja, und das muss man halt eben in meinem Hinterkopf mit haben. Ja. Hast du das damals intuitiv aus deiner Profession heraus gemacht oder hast du dir auch Hilfe geholt? Intuitiv ist so eine Geschichte. ich habe in der Tat damals im Krankenhaus eine Psychologin gehabt, die halt auch Kinder oder speziell Mütter mit Kindern.
Und sie wusste von mir, sie wusste, wer ich bin und was ich für eine Berufung letztendlich habe. Und sie hat mir da ganz viel an die Hand gegeben. Es war auch eine derjenigen, die gesagt hat, sag es ihm. Er wird es eh sehen. Ja. Spätestens, wenn du in der Dusche stehst. Also es ist so, dass ich auch noch einen künstlichen Oberschenkelknochen habe, weil der Knochen gebrochen ist. Sprich, ich habe da eine 30 cm lange Narbe, mir fehlt eine Brust und ich habe mir vor 3 Jahren die andere Brust angleichen lassen. Das heißt, ich bin voll mit Narben und er wird es eh sehen. So, und deswegen sag es ihm. Also red mit ihm darüber. Und aber halt eben auf eine kindgerechte Art und Weise. Also, und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Nicht so hundertprozentig. Ja, gut, aber das ist ja, ganz ehrlich, ich glaube, das ist ja auch immer die große Herausforderung. Ja. Und da gehe ich jetzt mal mit Inke Hummel, Hashtag gut genug. In dem Moment, wo, und ich spreche jetzt von wir als Eltern ja selber betroffen sind, gibt es ja auch immer noch den Anteil, wo wir sehr mit uns selber beschäftigt sind und auch selbst beschäftigt mit uns sein müssen. Und dass wir dann nicht immer unsere Kinder im Blick haben können. Ich glaube, das möchte ich jetzt auch einfach mal, uns werden sicherlich auch Menschen zuhören, die selber entweder das hinter sich haben oder auch noch mittendrin stecken. Also ich möchte da auch wirklich diesen Druck nehmen. Definitiv. Also das ist, ich glaube, dass man... Also das kann ich jetzt auch so sagen, auch im Nachhinein sicherlich noch viel über Beziehungen und Reden auch in Anführungsstrichen wieder gut machen kann. Ich glaube, wichtig ist einfach miteinander in Beziehung zu bleiben und dass wir nicht immer alles richtig machen können in solchen Situationen. Und das möchte ich auch den Fachkräften mit auf den Weg geben. Auch ihr könnt nicht immer alles richtig machen. Ja, also das geht gar nicht. Ich glaube, es wichtig ist, es aber trotzdem sich nicht von der Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit so überrollen zu lassen. Ja, also wo man dann so im Schock steckt, dass gar nichts mehr passiert. Und ich glaube, dann ist es so, dass das Kind halt in dem Moment alleine gelassen wird damit. Und manchmal ist es besser, einmal zu viel und vielleicht auch das Stückchen zu weit gegangen zu sein, als es gar nicht gemacht zu haben. Weil dann kann ich immer noch zurückrudern, ich kann immer noch erklären. Also da möchte ich auch zum mutig sein einladen. Bitte. Also bitte, das ist total wichtig. Also das war auch bei uns. Ich meine, mein Sohn war dann schon in der Schule und ich mag jetzt mal sagen, die Schule hat nicht so gut reagiert. Aber mein Team, also wirklich, mein Team hat da wirklich großartig reagiert und ich glaube, macht es auch jetzt anders als vor 7 Jahren. Also jetzt, wo sie mich dann halt einmal live erlebt haben und wenn ich da immer da stehe so und das ist kein guter Ratschlag und das kannst du einem krebskranken Menschen nicht sagen, Gesundheit, ja. Geht nicht. Oder ne, wir wünschen alles wieder gut oder so. Das, hey, nein, also ne, wird es nicht. Und ich glaube, man lernt halt auch einfach damit. Ne? Also man sammelt ja auch die Erfahrungen und auch ich bin manchmal einen Schritt zu weit gegangen und habe mich dann entschuldigt. Und gesagt habe, okay, da habe ich eine Grenze übertreten, das tut mir leid. Und habe halt erklärt, warum. So, und damit ist aber auch schon wieder eine Beziehung zu den Menschen. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass man da in dieser Verbindung bleibt. Und dass man die dann halt, weil sie funktionieren nicht, dass man die dann wirklich so nimmt, wie sie nimmt. Also auch die Kinder, die steht die Welt einmal auf dem Kopf. Total. Und wenn die halt schräg drauf sind, sind die halt schräg drauf. Dann richtig. Und ich möchte das jetzt einfach mal so erzählen. Ich bin in der Reha jemanden begegnet, auch mit einem Kindergartenkind. Und
Die hatten das Glück, in einer Kita zu sein, wo die KollegInnen gesagt haben, okay, danke, dass wir jetzt Bescheid wissen. Wir werden gucken und genauer hinschauen. Und dieses Kind hat durchaus halt mit Aggression auch reagiert, mit Wutanfällen reagiert. Und die KollegInnen haben ein Tandem gebildet, wo sich also zwei KollegInnen wirklich zusammengetan haben und gesagt haben, wir bleiben jetzt ganz nah an dem Kind dran. Und immer wenn wir merken, dass eine Person vielleicht jetzt doch für einen Moment überfordert ist, kann auf jeden Fall die andere Person übernehmen. Und die haben es geschafft, dass dieser Junge sich tatsächlich über die Zeit hinweg wieder in sein altes Ich zurückentwickeln konnte und diese Sicherheit auch wieder in der Kita verspüren konnte, die ihm durch diese ganze Situation erstmal komplett weggebrochen ist. Also, und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, was Kita auch leisten ja. kann, wenn sie einfach eine gewisse Aufmerksamkeit dafür haben. Natürlich hier auch, muss man auch der Mutter sagen, natürlich in dieser Offenheit begegnet ist, zu sagen, ich will auch, dass es meinem Kind gut geht und lass uns gucken, was wir gemeinsam dafür tun können. Aber halt, wie gesagt, auch nochmal das Paradebeispiel von der Kita, die da wirklich wunderbar ja, also es macht ja hat. Uns als Pädagogen die Arbeit einfach leichter, ne? Weil manchmal, also Eltern verschweigen vieles aus Scham, aus Angst und wir überhaupt nicht verstehen, warum ist das Kind jetzt plötzlich so oder warum fängt es jetzt auf einmal an, so aggressiv zu reagieren und Wut aus dem Nichts ja teilweise heraus. Es macht uns halt einfach das Leben im Alltag ein bisschen einfacher. Und wenn wir sowas wissen, dann bilden wir halt auch solche Tandems. Mhm. Ne, zu sagen, okay, wir haben ein Auge da drauf oder wer ist der Lieblingsmensch? Mhm. Ne, einfach da zu gucken und da irgendwie unterstützend zu machen. Also manchmal ist es ja so, dass der Lieblingsmensch vom Kind nicht unbedingt der Lieblingsmensch von den Eltern ist. Und da irgendwie zu gucken, wie können wir helfen. Das setzt aber voraus, dass die Eltern uns gegenüber halt auch sagen, wir haben da ein Problem. Mhm. Oder ne, bei uns ist was passiert. Könntet ihr bitte irgendwie damit drauf gucken? Mhm. Genau. Und daran sehen wir wieder, wie wichtig das Thema Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist. Ja. Und das von Anfang an, damit ja. in dem Moment, wo solche Ausnahmesituationen entstehen, auch da das Vertrauen und die Beziehung tragfähig ist. Ja, also und die auch gemeinsam. Ja. Ja, von Anfang an, der erste Schritt in die Kita und ab da gilt es. Genau. Und wenn du es dann versaut hast, hast du es versaut. Naja, vielleicht gibt es dann doch noch eine Lösung, wenn man wirklich ja. sich anstrengt. Also manchmal gibt es ja auch noch einen zweiten Blick, aber ja. ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, der Anfang ist unglaublich wichtig. Mit Blick auf die Zeit, die ja immer so ein bisschen begrenzt ist in meinen Kita-Talks, was möchtest du den Fachkräften auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben? Was ist dir noch so besonders wichtig zu diesem Thema? Ja, die, also sprecht die Menschen an. Also ne, sprecht sie an. Manchmal trauen die sich einfach nicht zu sagen, was los ist. Aus Scham, aus Angst, aus verschiedensten Gründen. Sprecht sie an. Ne? Es ist so, lieber den einen Schritt über die Grenze gegangen zu sein und sich dann zu entschuldigen, als es nicht gemacht zu haben und da vielleicht auch jemanden einfach in der Beziehung zu verlieren. Ne, und der kommt dann ins Strudeln. Also dann lieber den Schritt nach vorne und sagen, ich habe das Gefühl, dass, wie sieht's aus? Am Ball bleiben. Mhm. Ja. Gundi, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, war danke dir. Sehr intensiv war und ja, in dem Sinne
wir bleiben im Kontakt. Auf jeden Fall. Wunderbar. Alles klar.